Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shoki Banuki Daily, euer Angeberwissen für den gesamten Tag. Und damit bringen wir euch durch den gesamten Tag. Und das mache ich nicht ganz alleine. Ich brauche natürlich noch einen Sidekick. Der hatte keine Zeit, deshalb ist Sascha heute hier. Ja, ich bin Sascha und das ist der Pujan. Und wir reden heute über den 28. Mai. Und so wie wir es immer machen, zum Erst kommt mal ein Geburtstagskind von heute. Und was für ein... Ich meine, sehr interessante junge Dame. Die echt lecker ist, und zwar Kylie Minogue. Ah, die Kylie! Die Perle ist am 24. Mai 1968 geboren. Ja. Das heißt, sie sieht um einiges besser und jünger aus, als sie eigentlich ist. Und Kylie Minogue, australische Sängerin, weiß man ja, Popsängerin, hat unter anderem mit I Should Be So Lucky und Can't Get You Out of My Head Titel abgeräumt und wirklich Platten verkauft. 80 Millionen Tonträger sind es angeblich. 80 Millionen am 28. Mai in Melbourne, Australien. Kennst du noch Slow von der? No. Slow? Slow? Oh, das ist geil. Das Video ist gut von der. Jo. Ja, ich weiß noch, da war ich irgendwo auf Malle, glaube ich, oder sowas und habe auf so einem Bildschirm nachts mit dem Döner in der Hand, in dem Dönerladen, habe ich dann... Das ist romantisch. Hab ich dann mit einem Teelicht? Nee, aber habe ich dann Slow geguckt und ich fand es voll geil. Es hört sich auch voll geil an mit dem Döner in der Hand. Döner in der Hand, der Bildschirm da oben und dann kam Slow mit Kylie Minogue. Das ist aber auch ein lecker Schnitt. War richtig romantischer Moment zwischen Kylie und mir. Sag mal, wieso lädst du die eigentlich nicht mal zu einer Sendung ein? Dann kannst du ja zu Hause bleiben. Da haben wir ja richtig gute Sendungen. Die hat sich immer aufgedrängt, aber ich habe gesagt, nee, das wird böse enden, wenn wir beide zusammen in einem Studio sind. Ja, aber 1993, am 28. Mai, da ist Monaco als 82. Mitglied der Vereinten Nationen aufgenommen worden. Ah, ist nicht wahr. Ja, das ist hier... Hier, unser Stadtstaat aus Frankreich. Man denkt, es wäre Polen. Wie Polen? Aber es ist Monaco. Das ist nicht Polen. Sondern? Polen ist andersrum. Ja, aber ganz Polen. Ganz Polen, ganz ist, Polen ist genau, ja. Aber am gleichen Tag ist auch Eritrea... Hast du den Witz wieder hergeklaut? Was? Am gleichen Tag ist auch Eritrea und Mazedonien aufgenommen worden übrigens. Deswegen haben sie nicht ist so... Ist Eritrea und Mazedonien genau, aufgenommen? Genau, das ist Eritrea. Ist das ein Land? Und das Eritrea? Oder sind das zwei? Und das ist Mazedonien. Ja. Also weißt die du Flaggen, wo Mazedonien liegt? Da irgendwie so... Jugoslawien. Da irgendwo... Ja, so da so Jugoslawien, da so die Ecke. Das war ja früher, gehört es doch zu Jugoslawien. Gibt es nicht mal. Gehört es doch zu Jugoslawien? Sag ich doch früher. Ja, früher, das kam ein bisschen später, das früher. Nein, das Maya, war ja klar. Das war ja klar. Was war noch am 28. Mai? Am 28. Mai, Internationaler Weltspieltag. Genau. Was für ein Ding? International Toy Library Association Tokio. Da ist das ist ein Aktionstag an diesem 28. Mai. Ach so. Und da handelt es sich komplett um Spielzeug. Was von dem Zeug hattest du in deiner Jugend, in deiner verkorksten? Siehst du da Lego drauf? Lego ist auf jeden Fall... Das ist Duplo. Nee, Duplo hatte ich keins. Ich hatte Lego, da ist Lego. Ah, stimmt. Hier hinten ist Lego. Lego. Playmobil, warst du Playmobil-Typ? Nee, ich war absoluter Lego-Typ. Ja, Playmobil konnte ich auch nicht lernen. Warte mal. Das hier hatte mein großer Bruder. Hier diese Cowboy- und Indianer-Figuren. Cowboy- und Indianer-Figuren. Bauklötze habe ich natürlich auch gehabt. Ja, kann sein. Die fliegen am besten. Ich war mehr so, ich war mehr so ein Atari 2600-Typ. Kennst du Atari 2600, diese Konsole, Telespiel und sowas? Ob ich das kenne? Ich habe das Ding gebaut. Ja, genau. Genau. Frage. Ja. Am 28. Mai wurde 1983 auch die Grüne Partei in der Schweiz gegründet. In der Schweiz? In der Schweiz. Wieso denn in der Schweiz? Ach so, verstehe. Spendenaffäre und so. Nein. Die Grüne Partei der Schweiz. Okay. Das Typ, ey. Ja. Die Grüne Partei der Schweiz. Ja, am 28. Mai. Haben die auch ein Bündnis oder sind die alleine? Nee, die sind ja nicht mit Ostdeutschland zusammengekommen, wie die Grünen in Deutschland. Aber mit Ostschweiz vielleicht. Mit der Ostschweiz? Meinst, wo die Mauer auch dazwischen war? Wie viele Schweizer Kantone kennst du denn? Zähl mal auf. Boah, du bist so ein... Ich kenne keine Kantone. Ich weiß es nicht. Nein. Kennst du? Kennst du welche? Ja, genau. Das war's für die heutige Sendung am 28. Mai. Herzlichen vielen Dank. Ja, vielen herzlichen. Herzlichen vielen Dank fürs Einschalten und möge die Macht mit euch sein. Bis morgen. Ich gucke mir jetzt ja nur die Kantone mal an. Und dann fuck ich dich ab, sag ich dir. Ja, kannst du lang drauf warten. Tschüss.